Hallo ihr Lieben, ich bin's, Susanne Jatina Maria Mück. Ich möchte mich jetzt noch mal kurz melden bei euch wegen der schönen Challenge, die ich machen durfte letzte Woche und wo viele von euch ja schon mitgemacht haben, sich schon ein Objekt herausgesucht haben und schon mittendrin sind im Schöpfungsprozess, wenn nicht schon womöglich abgeschlossene Schöpfungsprozesse sind. Ich wollte ja nur sagen, ihr könnt ja quasi an mehreren Sachen arbeiten. Ihr müsst nicht linear arbeiten, ihr müsst nicht sagen, oh, jetzt mache ich erstmal das und dann mache ich das und dann mache ich das, sondern ihr könnt alles tun und lassen, whatever ihr wollt. Ne? Also, weil, ich erkläre es ja in der Challenge, ihr seid ja alles. Ihr seid Gott und ihr seid das Universum dann quasi. Habe mich jetzt gerade beim Spazierengehen nämlich daran erinnert, einer meiner ersten Berührungspunkte mit diesem Bestellen beim Universum war natürlich Bärbel Mohr. Ich weiß nicht, ob es da noch jemand gibt, die sich daran erinnert. Bärbel Mohr, die kam im Fernsehen, im Bios Bahnhof hieß das, diese Sendung. Also ihr merkt, mein Jahrgang, ne? Bios Bahnhof, das war so, der hat da lauter Leute eingeladen, die damals schon so ein bisschen, ne? Und da war eben auch Bärbel Mohr. Und die erzählte da einfach, sie hat sich ihren Mann beim Universum bestellt. Oh, das war so krass. Damals hat ja noch kein Mensch von sowas gesprochen. Es war einfach genial, ne? Und ich dachte, ja, ich will auch beim Universum bestellen. War auch wieder so, glaube ich, in den 90ern oder 80er Jahren. Ja, aber es kam dann alles ganz anders. Im Moment weiß ich jetzt, wer oder was in Wahrheit das Universum ist. Ich wusste damals noch nicht, dass alles viel krasser ist, als ich dachte. Aber es ist alles viel krasser, Leute. Und es ist alles noch viel genialer. Und es ist alles noch viel ermächtigender. Und es ist alles noch so, so, so viel besser, als ich es mir jemals erträumt hätte. Ja. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, dass eine eben anfängt, das so zu machen, also sich den Wünschen hinzugeben, das auch mal ernst zu nehmen, sich einzugestehen und mit so einer Challenge zu arbeiten zum Beispiel und wirklich dran zu bleiben und das auch wieder mal so à la Goddard zu sagen, bleibe beständig, beständig und orientiere dich niemals an der 3D-Welt, also sprich alles, was du mit den Sinnen wahrnimmst, sehe es einfach nicht, wenn du wie ich heute zum Beispiel von jemandem wieder das Feedback kriege, ach ja, das dürfen Sie nicht so ernst nehmen, nee, das mit dem Campervan, das muss dann schon konkret sein und haben Sie denn das Geld und dann dachte ich, nein, ich höre nicht auf diese 3D-Welt, nein, ich weiß ja, ich habe meinen Campervan bereits schon. Ich habe ihn schon. Da kann mir das jetzt niemand mehr ausreden da draußen, auch wenn er es wieder versucht und mein Verstand sehr schnell kooperieren will. Nein, das tun wir nicht, sondern wir bleiben dran. Genau das, was ich euch gesagt habe, zieht es durch. Und wichtig, wichtig, wichtig. Eine Sache ist einfach wichtig. Ihr müsst, ihr dürft, ihr sollt, ihr könntet, so wie ich es auch tue. Ihr erschafft aus dem heraus, dass ihr die Frau seid, vielleicht auch der Mann seid, der das schon ist. Ihr seid die Frau, die diesen hat. Aus dem heraus. Nur so. Ja. Also, ich würde mich super freuen, wenn die ein oder andere noch Lust hätte, meine Challenge zu erwerben. Bis Sonntag gibt es die noch bei Patricia auf ihrer Homepage mybellfeeling.com für 49 Euro. Danach wird sie teurer. Da soll sie 149 kosten. Also schlag zu. Und ja, seid beständig. Arbeitet es durch, seid beständig, hört euch meine Meditation an, hört euch auch das Buch an, das dazu gibt. Also das gehört nicht wirklich dazu, aber da Gotthard immer vom selben spricht, gehört es dazu. Gefühl ist das Geheimnis. Und ja, bleibt dran, seid beständig und lasst euch nichts vormachen von der 3D-Welt. Lasst euch einfach nichts vormachen. Es ist eine andere Dimension und die Wege sind eben geheimnisvoll und darauf dürft ihr bauen. Ihr müsst nicht wissen, wie. Genau.
Nur ihr müsst wissen, wie ihr da hinkommt. Also mit ein paar Tools, ihr könnt euch schon helfen. Aber ihr müsst nicht wissen, wie letztlich dieses Ding erschaffen wird und warum das dann nachher in eurem Besitz ist. Das müsst ihr nicht wissen. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ihr es schon erworben habt, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich. Und ja, auf bald mal wieder und alles Liebe hier von meinem schönen Spaziergang in meiner schönen Heimat im Schwabenland. Es ist einfach so schön hier und ich komme so gerne her, um zu erschaffen. Also ihr Lieben, ich grüße alle sehr herzlich. Bye bye.